Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Ja, mir ist das letzte Mal aufgefallen und zwar vor 3 oder 4 Folgen, müsste ich mal gesagt haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark. Ja, wir spielen hier natürlich kein Ark, wir spielen Subnautica. In der letzten Folge waren wir hier in der Aurora und zwar hier vor dieser Tür gestanden. Allerdings waren meine Taschen voll. Ich habe meine Taschen mittlerweile leer gemacht, wie man sieht. Und ja, wir haben jetzt dieses Zimmer hier aufgeschlossen. Mit Hilfe eines Codes, den wir bekommen haben durch einen PDA. Und ja, hier gibt das ein oder andere Interessante auf jeden Fall zu sehen. Schon mal ein PDA und ich hänge hier irgendwie am Bett fest. Denkt schon mal... Alter Schwede. Das ist das Bett der Hölle. Das fängt schon mal auf jeden Fall gut an. So, hier haben wir ein PDA. Den schauen wir uns gleich mal an. Verantwortungsvolle, unabhängige Beziehung. Na, das dürfte nur wieder dieses Beziehungsgewäsch sein. Ja. Wer sich das durchlesen möchte, einfach kurz YouTube anhalten und sich das Ganze durchlesen. Es hat nichts großartig mit der Story zu tun, es ist nur so eine Nebensache letztendlich, die man nicht unbedingt braucht. Nur, dass ich nicht brauche. So, wir haben hier eine blaue Kappe beispielsweise. Die können wir leider nicht aufsetzen. Irgendwie ruckelt das hier in dem Raum. Die können wir leider nicht aufsetzen, die Kappe, aber wir können die Kappe letztendlich in ein Regal stellen. Beispielsweise in dieses schöne Wandregal, das wir jetzt scannen werden. So, dann haben wir das. Sporttasche nehmen wir nach wie vor wieder mit. Und wir haben ein Georgie Plüschtier. Das können wir auch letztendlich in den Schrank stellen. Großartig, was damit anfangen können wir nicht. Wir können uns ein Bett bauen und nachts damit kuscheln, aber wir schauen mal, wie weit wir da kommen. So, dann haben wir Sporttaschen, genau. Die habe ich nicht mehr mitgenommen, weil ich keinen... Naja, ich möchte eigentlich Sporttasche nehmen. Die habe ich nicht mehr mitgenommen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Die können wir jetzt hier auch noch mitnehmen. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall mal das Inventar voll. Hier in diese Tür, Kapitänsquartier, komme ich noch nicht rein. Ich werde jetzt nicht zu viel verraten, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Nur so viel, dass wir da erst später hinkommen werden. Beziehungsweise ist das auch halbwegs korrekt, was ich hier sage. Denn wir dürfen den Code dafür noch nicht haben. Datendownloads, Codes und Hinweise. Rettungskapsel 4. So, das ist letztendlich der Hinweis für die Rettungskapsel 4. Okay, das wissen wir. Dann haben wir hier Rettungskapsel 6 Übertragung, wo die liegt. Das Angebot, das war letztendlich der Zugangscode für diese, für den Raum, wo wir gerade drin waren. Laborzugang waren wir. Eigene Notizen, Frachtraumzugangscode 1454. Den haben wir bereits auch geöffnet. Zugangscode... Laborzugang, ne, das Angebot. 1869. Ne, das für... Ach, schon wieder falsche Taste. Für die Kapitänskajüte haben wir... Oder Kapitänsquartier in dem Fall, wie es hier heißt, haben wir den Zugangscode noch nicht. Den werden wir später bekommen. Oh, da hängt noch ein Poster an der Wand. Das nehmen wir auch gerne mit. Das hängen wir uns alles in die Basis, dass wir eine schöne Basis haben. So. Wir haben dann letztendlich aber hier alles soweit mitgenommen, was wir mitnehmen können zumindest. Das heißt, wir machen uns jetzt dann wieder auf den Rückweg. Zu unserer normalen Hauptbasis. Nehmen vielleicht noch das ein oder andere Frack oder... Wie sieht es mit unserem Inventar aus? Na, ein paar Ressourcen können wir zwar noch mitnehmen. Dann nehmen wir da noch ein bisschen was mit. Hier in den Raum übrigens, hier oben, soll man wohl nicht reinkommen. Auch man kann jetzt mit dieser Kanone letztendlich hier diese... Ja, diese Boxen aufeinander stapeln und sich da hocharbeiten. Das funktioniert. Man kann auch da oben das Feuer löschen. Allerdings ist wohl hinter dieser Tür oder die Tür geht gar nicht auf. Oder hier in diesem Raum ist einfach gar nichts. Habe ich zumindest gehört. Wenn irgendjemand anderes Informationen dazu hat, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Wenn es nämlich so ist, dass man dort noch irgendwas bekommen könnte, würde ich mir auch die Arbeit durchaus machen und versuchen, da hinzukommen. Allerdings meine momentanen Informationen sind eben so, dass es nichts bringt. So, Antriebsraum, den haben wir repariert. Ja, das hat gezählt, hoffe ich doch. Denn es war ja leider dann das Problem da, dass trotzdem die Strahlung noch hier ist. Was ist denn das überhaupt? Oh, jetzt ist die Strahlung weg. Okay, dann hat das Ganze funktioniert. Dann waren wir wohl einfach nur zu schnell und die Strahlung muss sich wirklich langsam abbauen. Denn als wir diesen Raum repariert hatten letztendlich, war es halt so, dass er trotzdem, wenn man die Helm abgenommen hat, noch Strahlung hatte. Ja, ich hänge heute, irgendwie hänge ich heute relativ viel fest. So, wir gehen oben raus. Ich glaube, da haben wir nämlich noch die ein oder andere Kiste liegen lassen. Denn ich bin letztendlich, glaube ich, ins Wasser gesprungen, das letzte Mal, wo ich oben raus bin. Wir schauen mal. Wir werden ja irgendwie was auf dem Weg werden oder finden, glaube ich. Sollte die Tasche voll sein, gehen wir dann direkt zurück und suchen uns dann noch einen Frack auf jeden Fall. Damit wir in der Folge auch noch was Sinnvolles getan haben, nicht nur irgendwie doof durch die Gegend gerannt sind.
So, das Feuer hier kann eigentlich brennen. Das ist ihr relativ egal. So, hier haben wir beispielsweise Medikit. Wollte vielleicht das Stasegewehr nehmen. Das wäre sinnvoller. Die nerven mich nämlich sonst nur. So, Kisten. Boah. Ah, komm. Du übertreibst aber mal nicht hier. Was denn da? Achso, er kann nicht rennen und gleichzeitig das Gewehr halten. Was ist denn heute los? Ich hänge heute überall fest. Da geht's. Irgendwie. Ganz ehrlich, habe ich heute einen schlechten Tag oder das Spiel heute einen schlechten Tag? Ich hänge an jeder kleinen Kante fest. So, hier waren wir nämlich noch nicht. Und hier gibt es definitiv auch noch das ein oder andere Item, was wir einsacken können. So, das Licht haben wir schon gescannt. Was ich gerne hätte, wäre das Zyklop-Antriebsteil. Menschliches Gewebe enthalten. Ja, diese kleinen Krabbler wahrscheinlich. Die sind relativ nervig. Ziehen allerdings nicht wirklich viel Leben ab. Deswegen kann man die vernachlässigen. Ich muss jetzt nicht alle hier wegschießen. Könnte ich zwar tun, wenn sie mir irgendwie zu sehr auf den Sack gehen für meinen eigenen Seelenfrieden, werde ich das Ganze auch tun. Im Moment geht's noch. Zum Beispiel. Ja. Danke, meine Dame. Damit kommst du jetzt ein bisschen spät um die Ecke. Wir sind eigentlich schon komplett durch mit dem Schiff und haben alles gelootet. So, hier ist letztendlich irgendwo der Reaper in der Nähe. Den möchte ich allerdings noch vermeiden. Ich möchte ungern gefressen werden. Es ist so eine typische persönliche Einstellung von mir. Ich habe was dagegen, verdaut zu werden. Ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber mir geht es zumindest. Ich hätte vielleicht noch einen Kofferraummodul an die Seemotte ranschrauben können. Wäre eigentlich auch ganz sinnvoll gewesen. So, oh, wir haben sogar noch... wir haben jetzt sogar noch Platz. So, Nährstoffblock können wir uns reinziehen. Na, Medikit können wir uns reinziehen, Nährstoffblock. So, der Kofferraum hier dürfte allerdings... Der ist voll, okay. Batterien, nicht schlecht. Okay, in der Hoffnung, dass ich nicht dem Reaper begegne, versuchen wir jetzt hier mal zu entkommen. Gut, wir sind relativ voll. Das Einzige, was ich wirklich noch suchen könnte, wäre Magnetit. Aber der Reaper ist halt hier wirklich in der Nähe. Fuck. Da ist er. Da ist er, der Böse. Bis jetzt hat er uns noch nicht wirklich gesehen oder gefunden. Das müsste Rumpffragment. Ja, die bringen mir nichts. Ich bräuchte den Antriebsfragment. Oder Antriebskern, ich weiß nicht genau, wie es hieß. Den bräuchte ich von der Zyklop, weil dann können wir endlich die Zyklop bauen. Und mit der können wir dann letztendlich, ja, tolle Dinge anstellen. Denn dann kommen wir auch in der Story weiter. So, das sind alles nur diese Rumpffragmente. Allerdings, Antriebszeug liegt hier einfach von der Zyklop nicht rum. Ja, mal so, wir gehen jetzt erstmal zurück. Dann schaue ich mal, dass ich meine Seemotte noch ein bisschen erweitern kann. Vor allem, ich würde unglaublich gern dieses Schockmodul einbauen. Denn letztendlich können wir dann, wenn uns der Reaper fressen will, können wir ihm einen Elektroschock verpassen. Der tötet ihn zwar nicht, aber er hält ihn zumindest kurzzeitig davon ab, uns zu fressen. Ist ja auch schon mal was. Deswegen jetzt erstmal schnell zurück nach Hause, ausladen. Sortieren werde ich höchstwahrscheinlich dann offline. Das muss ich euch nicht unbedingt antun. Boah, dann schauen wir mal. Was ich auch ganz dringend bräuchte, ich glaube, Magnetit hat mir gefehlt, um überhaupt irgendwas noch zu bauen. Okay. Ist das... Ah! Okay, auch nur ein Bug. Die Füße waren gerade noch ausgefahren. Die sollten eigentlich weg sein. Ich wollte mich gerade schon beschweren, was das jetzt schon wieder soll. Aber okay, alles ist okay. So, wir schauen mal. Und zwar, wir könnten bauen... Krebstorpedoarm. Krebsanzug können wir bauen. Den haben wir komplett gescannt. Werde ich allerdings erst später bauen. Das hier bräuchte ich. Seemotten Perimeter-Abwehrsystem. Polyanyl-Kabelsatz. Das sollte eigentlich, glaube ich, machbar sein. Polyanyl. Mal sehen, was wir dafür brauchen. Kommunikationsnachricht haben wir auch. Da kümmern wir uns auch noch drum. Polyanyl. Gold und Salzsäure. Salzsäure, Tiefenpilz und Salzablagerung. Das ist jetzt kein Problem. Wir haben einen Tiefenpilz. Oh, Gott sei Dank. Wir haben ein Tiefenpilzfeld angebaut, nämlich. Da ist es. Eigentlich wollte ich ja jetzt erst ausladen. Ah.
Naja, egal. Aber wir werden das hier einmal komplett, ja, so weit wie ich komme, abarbeiten. Dann werde ich schnell mal die Sporttaschen rauslegen. Die kann man hier letztendlich, die werde ich hier erstmal auf den Boden werfen. Ich werde das später sortieren. Das werde ich allerdings, wie gesagt, das werde ich wirklich offline machen. Das müsst ihr euch nicht antun, wie ich hier irgendwelche Sporttaschen sortiere. So weit ist es mit meinem Kanal noch nicht gekommen, dass ihr euch sowas anschauen müsst. So, das war's. Dann haben wir die Pilze. Salz habe ich nicht viel, allerdings ein bisschen was. Ich hoffe, das reicht, was ich da habe. Müsste hier, glaube ich, drin sein, oder? Nee. Wasser, Nährstoffblöcke, Salz. 3 Stück, ich hoffe, das reicht. Ich brauche eigentlich nur einmal dieses Polyanyl. So, Salzsäure, ich glaube, Gold war's. Ja, Gold. Gold ist weniger das Problem. Polyanyl, sehr schön. Und was war's noch? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Wahrscheinlich Titan. Nee, Kabelsatz. Kabelsatz war's. Kabelsatz zweimal Silber. Silber haben wir relativ wenig. Ich muss dringend mal wieder Ressourcen suchen gehen auch. So, dann können wir nicht das Abwehrmodul in die Seemotte reinpacken und dann fühle ich mich einfach um einiges wohler, wenn wir dann in dem Gebiet unterwegs sind, wo eben diese Reaper unterwegs sind. Das ist auf jeden Fall sicher. So, was haben wir denn noch? Tiefenmodul, das können wir upgraden. Nochmal. Seemotten Solar-Ladegerät. Boah, nicht unbedingt. Torpedosystem eigentlich auch nicht unbedingt. Sonar allerdings auch nicht. Nö, das lassen wir erstmal so, wie es ist. Rumpfpanzerung. Muss nicht sein. Maschineneffizienzmodul. Krebsanzug kompatibel. Computerchip Polyanyl. Dazu brauche ich erstmal Salz. Nehmen wir mal das anders. Wir bauen jetzt erstmal das Abwehrsystem ein. Das ist sowieso der letzte Slot. Der Rest habe ich mit Kofferraum und dem Tiefmodul voll. Tiefmodul Stufe 1. Wirklich? Stufe 1? 300 Metern, okay. Aber wir müssen erst ein kleines bisschen weg. Boah, hier wäre eine große Salzablagerung. Die kann ich allerdings erst abbauen, wenn ich den Krebsanzug habe. Plus den... Steckt da, da steckt ein Fisch in meiner Basis. Habt ihr das gesehen? Alter Schwede, was treibst du denn da? Du hast da nichts verloren, mein Freund. Raus aus meiner Basis. So, genau, Tiefenpilze. Ich will erstmal ein paar Tiefenpilze abbauen, werden dann gleich wieder angepflanzt von mir. Wir nehmen jetzt erstmal noch ein bisschen was mit. Bisschen was mit auf jeden Fall. So, dann müsste eine Reihe, müsste glaube ich reichen, wenn ich die abarbeite. So, dann einmal wieder anpflanzen, dass wir da auch wieder welche haben. So, und einmal noch, das müsste dann eigentlich passen. Ja, die Hälfte. Das reicht auf jeden Fall. So, die Medikit brauchen wir nicht. Das Zeug muss noch weg. Blutöl brauche ich im Moment auch nicht. Das andere Zeug wächst hier auch fröhlich vor sich hin. So, Gelsäcke. Gelsäcke brauchen wir auf jeden Fall noch einige. Wobei, Inventar voll. Ja, da pflanzen wir uns mal ein ganzes Feld auf jeden Fall noch an. Davon werden wir eine brauchen, denn wir brauchen dieser Aerogel beispielsweise. Wird eben mit diesen Gelsäcken gemacht. Deswegen, ah komm, den einen, den lassen wir. Vielleicht brauche ich ja gleich Aerogel, wer weiß. So, des Weiteren, wir haben mittlerweile das, wir haben einige neue, Himmelswillen. Einige neue Items. Bingo. Aerogel. Wasserfiltermaschine. Die hätte ich gerne. Titan, Kupferdraht, Aerogel. Soll ja wohl machbar sein. So, wir nehmen hier schon mal Titan raus. In das Sonderzeug packen wir mal die Pilze rein. Ja, so viele wie gehen. Dann Aerogel. Aerogel. Gelsack und Rubin. Gut, ist jetzt nicht das Problem. Gut, dass ich ihn einen komplett gelassen habe. Denn die anderen, die brauchen einen kleinen Moment, bis die soweit sind. So, Rubin müsste irgendwo hier sein. Davon haben wir... Boah. Wir müssen dringend wieder Ressourcen suchen gehen. So, Kupferdraht brauchen wir. Ich glaube, mein Gedächtnis ist heute ausnahmsweise mal besser. Ich kann mir das Zeug heute besser merken. Es würde wohl nicht aufwärts gehen bei mir. So, Wasserfiltermaschine. Sehr schön. Die, was die Maschine letztendlich macht. Ja, Wasser filtern. Was auch sonst.
Und zwar, man kann jetzt hier irgendwo anbringen. Wir bringen jetzt mal hier an. Ich werde die später sowieso nochmal umplatzieren. Letztendlich filtert die Wasser von außen und produziert Salz und Wasser. Und zwar nicht irgendwelches Wasser, sondern Wasser, das gleich 80% bringt. Somit haben wir immer, das dauert eine gewisse Zeit, bis jetzt endlich hier Salz und Wasser kommt. Zweimal Salz, zweimal Wasser. Wenn man das immer schön rausnimmt aus der Maschine, hat man letztendlich nie wieder Wasserprobleme. Deswegen ist das sehr, sehr top, die Maschinen zu bauen. So, lebende Zuchtbehälter, den hätte ich gerne. Den werden wir in irgendwelchen Fracks dann noch finden, hoffe ich. Auch relativ zeitnah. Das kleine Aquarium lohnt sich nicht, meiner Meinung nach, wirklich zu bauen. Das ist nur so, ja, das ist Dekomaterial letztendlich. So, Dekomaterial haben wir hier auch noch einiges. Verkaufsautomat und so weiter werde ich auch noch bauen. Ich baue vielleicht eine kleine Kantine, könnte ich mir mal bauen. Das aber, ich glaube, das sind Dinge, die ich wirklich offline mache oder mal eine Baufolge einbaue, die sich nicht jeder anschauen muss. Denn das dürfte nicht, glaube ich, jeden interessieren. Okay, Wasserfiltermaschine haben wir gebaut. Sonst haben wir erstmal nichts, was wir weiter bauen können. Das heißt, wir machen jetzt einmal die Seelenmotte leer und dann gehen wir erstmal auf Ressourcensuche, speziell Magnetit, vielleicht noch die eine oder andere Pflanze. Und diese 10 Millionen Sporttaschen müssen erstmal ganz dringend weg. Sind das mittlerweile sogar noch mehr als vorher gab? Sporttaschen? Könnte sein. Kompletter Raum voll mit Sporttaschen. Oh, immerhin kann man es mittlerweile sehr gut nebeneinander platzieren. Das ging, glaube ich, früher noch nicht. Die mussten einen bestimmten Abstand haben. So, dann ein Frachtmodul haben wir, glaube ich, noch. Kann das sein? Oder habe ich schon alle leer gemacht? Das hier ist leer. Ne, eins haben wir noch. So, einmal komplett raus. Okay, Medikit bleibt drin. Es bleibt auf jeden Fall zweimal Wasser drin und ein Nährstoffblock drin. Und ein Medikit bleibt drin. Das ist so Zeug, was ich grundsätzlich immer gerne dabei habe. Denn dann muss ich nicht zurück und mir erstmal neues Wasser in der Basis holen beispielsweise. Sondern länger unterwegs bleiben. Kann ich nur jedem empfehlen, das auch so zu machen. Hat sich bewährt, das Ganze. So, hier kommt Salz rein, hier kommt Essen rein. Essen betrifft in meinem Fall auch Wasser und Medikits im Moment noch. Beziehungsweise, komm, den Fisch hier, den hauen wir uns mal rein. Dann haben wir Sonderzeug. Da bräuchte ich fast nochmal einen neuen Schrank, glaube ich. Was haben wir denn hier drin? Warnung, ausschließlich Notstrom. Oh, das bedeutet, wir müssen mal wieder Pflanzen in unserem Bioreaktor nachlegen. Aber vorher legen wir einmal die Poster, die Kappe weg. Gut, die Batterien, die kommen in den Batterienschrank. Den habe ich, glaube ich, hier. Ja, hier ist der Batterieschrank. Tiefenpilze, die behalten wir mal im Inventar. So, wir brauchen jetzt erstmal wieder ein bisschen Pflanzen. Inventar voll. So. Nee, schade. Ich hätte den hier drunter bauen sollen, glaube ich. Das war ein Fehler, den auf die andere Seite diesmal zu bauen. Beim letzten Let's Play hatte ich den nämlich unten gebaut. So, 4 Stück. Sehr schön, damit haben wir nämlich wieder Energie. Und müssen nicht Angst haben, hier drauf zu gehen. Das dauert relativ lange, die Filtermaschine. Okay, wie sieht's aus? Die Schubkanone kann auch weg. Reicht der Platz? Ja. Okay, dann haben wir Salzablagerung. Können auch erstmal wieder weg. Salz habe ich, glaube ich, hier drin gehabt, ja. Dann nehmen wir doch den Salzschrank, nehmen wir hier noch weg. Zwar kommt der dann zur Filtermaschine, denn dort werde ich das öfters brauchen auf jeden Fall. Den bauen wir noch um. Be not empty. Ach so. Ah, immer das gleiche. So, dann bauen wir nämlich den hier neben die Filtermaschine. Dann habe ich hier auf jeden Fall Platz gespart. Schrank ist hier. Einmal hier hin. Gleich umbenennen, damit ich auch weiß, was drin ist. Salz. So, wie sieht's aus? Schade. Ich hatte eigentlich Hoffnung, ich kann es schnell auch zeigen, aber leider nein. So, dann haben wir die Tiefenpilze. Hier ist eigentlich voll. Gehsäcke, Pilze, Bauchflasche. Was hatten die hier? Titan drin verloren? Gar nichts. Rein gar nichts. So, Titan. Pilze, ach komm, jetzt setz die wieder hier rein. So, die Gehsäcke sind mittlerweile, glaube ich, sogar komplett nachgewachsen. Und die Tiefenpilze aus. Sehr schön. Ne, noch nicht ganz, aber fast. Okay. Dann ziehen wir auf die 1. Was hatte ich denn auf der 1 liegen? Den Scanner. Ja,
Und dann machen wir uns auf. Ne, wir machen es anders da. Da die Folge gleich zu Ende ist, nehmen wir schnell noch die Kommunikationsnachricht mit. Aurora, this is Sun again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you. I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Okay, das heißt, wir werden abgeholt, beziehungsweise sollen abgeholt werden. Ob das Ganze funktioniert, schauen wir mal. Gut, das heißt, ja, wir müssen jetzt erstmal abwarten und dann werden wir dementsprechend aber abgeholt von denen. Wie sieht es mit unseren Signalen überhaupt aus? Da können wir auch mal ein bisschen was machen. Die haben wir abgestellt. Es vermutete Gasebasis. Das ist letztendlich die, da wollte ich ja nochmal hin. Ah, nehmen wir die 500er. Ich müsste noch das Tiefenmodul für die Seemotte bauen, damit wir tiefer gehen können. Schade, immer noch kein Salz drin. Das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall schnell noch an. Wenn es denn... Würdest du? Keine Energie. Ah, so, schade. Wir haben leider keine Energie im Speicher. Wir müssen warten bis Tages. Dann machen wir das Ganze so. Die Folge ist an dieser Stelle leider schon wieder zu Ende. In der nächsten Folge, ich werde mir nur anschauen, was ich für das Tiefenmodul Stufe 2 brauche, damit wir ein bisschen tiefer tauchen können. Wäre auf jeden Fall ganz sinnvoll, wenn wir jetzt uns dann in die Tiefe aufmachen wollen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Gefällt mir da lasst, wenn ihr mir einen Kommentar zu der Folge da lasst oder wenn ihr mir ein Abo da lasst und sage, macht's gut, bis zur nächsten Folge bei Subnautica.